Alter Schwede, das geht doch nicht. Probier ich nun den Zug. Ist auch wieder so eine Frage. Überall sind diese Monster. Schurke. Ich speichere mal gerade. Das sehe ich genauso. Das ist kein normales Unwetter. Wieso? Was befindet sich in deinen Artefaktkisten? Artefakte, du dämlicher Kerl! Sag doch schon der Name! Alles, was die Arbeiter ausgraben, packen sie in die Kisten. Wir haben schon wahre Kostbarkeiten hier in den Tempelruinen gefunden. Aber lass dir bloß nicht einfallen, den Goldkram zu klauen. Der Don würde dich zur Rechenschaft ziehen. Ich krieg ja schon richtig Angst. Jetzt pass mal auf, du Brenner. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Na, das sag ich doch. Sorg dafür, dass die Dinger geliefert werden, aber zack. Geht das auch ein bisschen netter? Ich kann mir diesen Ton erlauben. Du mach dich erstmal nützlich. Bevor du hier nichts zu sagen hast, halt den Mund und mach deine Arbeit. Okay, jetzt haben wir wieder eine neue Quest. Gut. Gucke ich jetzt mal gerade. Alle im Banditenlager. Dorgan finde den, der irgendwo im Sumpf verschwunden ist. Der ist das, dieser Dorgan. Ich glaube, das ist doch der, der da am Lagerfeuer sitzt. Am Ende verbieten sie uns noch pinkeln zu gehen. Aber ich will trotzdem erstmal. Ja, nee, das ist doch Craig. Ach nee, das ist der Typ. Ah, dann quatsch mir den mal an. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich will in eurer Arena kämpfen. Das wollte ich hören. Na dann, viel Glück. Aber merk dir, wenn einer am Boden liegt, ist der Kampf vorbei. Wenn du nachtrittst oder jemanden tötest, wird man dich zur Rechenschaft ziehen. Klar? Klar. Der beste Kämpfer des Banditenlagers. Okay, wieder eine neue Quest. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ah, verstehe. Ah, ja. Welcher Kämpfer ist denn gut? Ricardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Naja, Lorenzo ist auch nicht besonders. Domingo ist wohl der Beste hier im Lager. So wie ich das sehe. Okay. Ja, wir gucken jetzt hier gerade nochmal weiter. Ich will jetzt hier eigentlich erstmal bei dem Typen irgendwas kaufen. Mann. Hier hat man ja auch alles. Wenn du hier Ärger machst, ja, schmeiß ich dich raus. Schnauze. Okay. Dann renne ich nochmal gerade zu dem Typen da vorne, weil dem haben wir ja letztes Mal unsere Sachen verkauft. Warte, was können wir denn eigentlich mit dieser Perle machen? Können wir damit überhaupt irgendwas machen? Na? Perle, da. Wunderschön und wertvoll. Na, wenn sonst nichts ist, dann können wir das Ding ja verkaufen. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 14 nur noch, mein Gott. Und es ist gerade dunkel, deswegen sehe ich hier gerade gar nichts. Und wo wir dann einmal hier sind, können wir auch das Wasserfass mal kurz missbrauchen und uns hier Leben auffüllen. Dope, das ist der, okay. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. Okay.
Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da. Kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Okay. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig, mit Magie und so, verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Okay. Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Okay. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Gut, lass uns mal. Oder? Was jagst du im Sumpf? Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Na, lass uns mal handeln. Lass uns handeln. Was hat der Typ denn? Kiefermeißel. Bin am überlegen, ob wir uns vielleicht so einen Bogen kaufen. Aber das ist auch, glaube ich... Ich verkaufe dir mal die Perle. Watt nur 10? Achso, dann kriege ich wahrscheinlich das Zeug hier noch. Stimmt, ja. Was ist das? Kerzleuchter. Händler gibt mir das Gold dafür. 24. Ach, guck mal, wir hier mal einfach alles raus, einfach. Hauptschätzchen werden gerne als Trophäen genommen und viele Händler zahlen einen guten Preis dafür. Naja. Stachel kann man auch über Händlern verkaufen. Was war das? Hatten wir hier nicht letztens schon mal was verkauft? Eine Flöte des Gemenschlichen, da würde ich wieder nicht dazu. Können wir es auch verkaufen? Bruchstück eines Schwertes, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Hervorragend geeignet, um Steinwände einzureißen und Edelmetalle zu schürfen. Naja. Schaufeln können wir eigentlich auch verkaufen. Dietrich mit dem nötigen Talent ersetzt er fast jeden Schlüssel. Was ich jemand machen könnte, ist mir auch unklar. Das können wir auf jeden Fall irgendwann mal gebrauchen. Mana. Krautstände, Groll des Brautgruppes entspannen. Können wir auch verkaufen. Was ist das? So, was ist das? Mana. Lebensenergie. Rohrbollen. Achso, den können wir auch mal gleich braten eigentlich. Stark und hochprozentig. Kraut, jetzt kommt das ganze Zeug. Das war es auch, glaube ich. Damit könnte man noch nicht einmal eine Frau beeindrucken. Aber das brauchen wir wahrscheinlich auch für irgendeine Quest, vermute ich mal. Okay, wir machen dann mal Warenkorb handeln. 111 Gold kriegen wir dafür. Na, das ist ja mal was. Was haben wir jetzt dafür bekommen? 911 Gold oder wie? Die Säge hier könnte ich mir gut vorstellen, dass wir die bei diesem Sam gebrauchen können. Und wir haben jetzt immer noch keine bessere Waffe. Oh Mann. Von wo sind wir denn jetzt eigentlich gekommen? Von hier, ne? Oder? Ja, doch, schätze ich mal. Dann rennen wir doch mal wieder hin. Ich weiß, ihr seht wahrscheinlich gerade gar nichts.
Weil das hier so dunkel ist. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal schlafen. Wer ist das? An. Dieser Proger, der sich da hingelegt, der sieht so aus. Was war das? War ich nicht. Boah, Alter, ich muss nochmal knapp, ey. Die pennen natürlich alle hier, ist ja klar. Außer hier auch so ein paar. Komm, dann legen wir uns mal hin. So. Und ein neuer Tag. Guten Morgen. Ich bin kein Schmied. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zu dieser Rachel oder wie die heißt. Ich war gerade eingeschlafen. Was willst du? Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Also nochmal, Don Esteban ist beschäftigt. Warum sollte ich alle anderen wegschicken und bei dir eine Ausnahme machen? Ich will bei euch mitmachen. Dann mach dich nützlich. Hier gibt es genug zu tun. Zu Don Esteban lasse ich dich nur, wenn du was wirklich Wichtiges oder Wertvolles für ihn hast, klar? Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Jetzt guck dich doch mal um. Sieht das etwa so aus, als ob sich hier jemand kaputt schuftet? Das ganze Lager geht vor die Hunde. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich diesen Idioten mal die Hammelbeine langziehen. Okay. Vielleicht kann ich dir helfen. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ich glaube, das ist ja wohl eine Nummer zu groß für dich. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Ist das so offensichtlich? Dabei hatte ich es anfangs ganz gut im Griff. Irgendjemand scheint die Jungs gegen mich aufzuwiegeln. Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Jeder hier hat nur noch eins im Kopf. Das Gold aus den Tempelruinen. Mein Mann lässt die Jungs überall buddeln, um es zu bergen. Doch die Hälfte davon kommt nie bei uns hier im Lager an. Irgendjemand setzt sich über die Befehle meines Mannes hinweg und füllt sich hier die Taschen. Wenn ich nur wüsste, wer. Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Der Don wird ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, töten. Ah ja, warum frage ich eigentlich? Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Du willst dir einen Namen beim Don machen, was? Na gut, wenn du dich unbedingt unglücklich machen willst, geh zu den Anführern des Lagers und sieh nach, was sie für Probleme haben. Ich will wissen, was hier schiefläuft. Okay. So, und wo genau ist jetzt dieses Lager? Hätte ich mal gerne gewusst. Geht's hier auch noch lang, oder? Nee, sieht nicht so aus. Hä? Wo ist denn jetzt hier das Lager genau? Das Sam? Halte durch! Ich helfe dir! Oh. Alter! Ich helfe dir! Besser du als ich. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. So muss man mit den Viechern umgehen. Genau. So, und wir braten jetzt hier gerade mal das Fleisch. Wenn wir doch einmal schon hier sind. Riecht schon mal nicht schlecht. Okay. So, wenn wir das haben, lecker. Gehen wir nochmal da oben. Würde ich sagen. Was soll ich jetzt hier auch machen? Du hast doch bestimmt noch was vor. Alter, wo können wir denn jetzt hier die Sachen nochmal kaufen, ne? Hier liegt überall noch Zeugs rum. Ich wüsste mal zu gerne, wo das Lager ist. So, hier war ja auch nichts mehr drin. Genau.